So, willkommen. Stream wieder, Stardew Valley. Dieser lässt daraufhin den Solarium-Stab fallen. Frieden und Ordnung in der Welt sind wiederhergestellt. Bäm. Tada, du hast das Szenario mit einer Bewertung von C abgeschlossen. Oh, ich kenne doch die richtigen Antworten nicht. Sebastian ist sauer. Hey, nicht schlecht. Ich habe beim ersten Mal sicher 3 oder 4 Versuche gebraucht, bis ich mein erstes Szenario gewonnen habe. Yay! Hast dich trotzdem. Du hast alles falsch gemacht. Du bist schuld. Danke, dass du Das wird. vorbeigeschaut hast. Man sieht sich. Ich habe keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Du hast mich nicht geheilt. Ich durfte nicht der Held sein. Ah. Ist eh nicht zu Hause. Bist du eigentlich Robin? Keine Ahnung. Hier zurück in ihr Haus. Die wird sich irgendwas schnitzen oder so. Nee, die ist nicht zu Hause. Aber Maro ist zu Hause. Maro ist zu Hause. Oh, Robin kommt jetzt nach Hause. Bam. Ha! Toll, und diese Geschichte hat den ganzen Tag gebraucht. Ich konnte mir nicht beim Clint Sachen machen. Ja. Hast du Ideen für Gerätschaften? Ja, also ich hätte jetzt für dich vorgeschlagen, eine Destille zu bauen. Das sind doch super gute Gerätschaften. Damit kannst du Alkohol destillieren. Einen guten, hochwertigen. Oh, ich laufe schon wieder falsch. Zu viele von diesen nervigen, wie heißen sie, Mumien. So. Hier ist nichts drin. Speichern kann ich bei den Tieren schon. Ich glaube schon. Das sieht leer aus. Warum haben wir so viele Hühner? Weil Wenn du die ein. ganze, ne, die ersten Eier alle in den Inkubator gesteckt hast. Ist das so? Ja, weil wir Wir haben auf versucht jeden haben, Fall eins verkauft. ein weißes Huhn zu bekommen. Ja, aber ich verkaufe einfach ein braunes. Noch? Welches Huhn möchtest du nicht haben? Hannes oder Esmeralda? Nimm mal Tannis. Okay, Hannes, tschüss. Wie kann ich den verkaufen? Wahrscheinlich, Auf wenn das. er wach ist. Ja, das muss. Ja. Robus stirbt. Ich hab Hartholz. Yeah! Woher? Ah, daher. Okay, nice. Aber nicht sterben. Fahr jetzt nach Hause, oder? Ein Geist. Und du hast eine Omnigeode. Ist das Delay so krass? Ist das Delay so krass? Ja, bei mir ist schon 1:40 Uhr und das, was ich bei dir gerade gesehen habe, war 12:40 Uhr. Nee, Quatsch, bei mir ist 12:40 Uhr. Nee. Bei mir war 12 Uhr irgendwas und bei dir 50. Nee, eigentlich nicht so. Geht eigentlich. 10 Minuten Spielzeit.
Das große Leben. Was ist das große Leben? Das ist viel Geld verdienen. Wow, not bad. Hatte ich noch gar nicht bisher. Aber wo ist mein... Was ist mit meinem Haus? Ah! Nee, das ist dein Haus. So rum war's. Das ist mein Haus. Da hatte ich noch gar nicht. Oh nein, ich muss hier alles umstellen. Umstellen. Weg damit. Ich habe jetzt ein Babyzimmer. Ja. Den könnt ihr jetzt hier ein bisschen rammeln. Aber ich will gar nicht. Ich will aber nicht. Dann musst du einfach Nein sagen, wenn er fragt. Ich will in einem Kinderbettchen schlafen. Kannst du tatsächlich, glaube ich, nicht. Nee, kann man nicht. Weil das nicht als Bett zählt. Nicht mein Bett. Krass. Nee, du kannst in deinem Bett, egal auf welcher Seite, schlafen. Krass, das sieht cool aus. Ist das das komplette Upgrade jetzt? Der Keller fehlt halt noch, aber ich weiß nicht, ob du noch einen Keller dazu kriegst. Also äußerlich ist das ja, fertig jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die Hütten ein Ding bekommen können. Ich kann fragen, also Robin fragen. Oh, der hat die Tiere gefüttert. Aber... Ja, was halt nichts bringt, weil wir einen automatischen Fütterungsding haben. Wow, da ist Zeug. Wie mache ich das jetzt? Na, schade, noch ein paar Kohle. Kohle. Muss sie trotzdem alle ansprechen. Ja. Füttern heißt wirklich nur, dass er das Heu reinfüllt. Ja, aber das bringt ja nichts, weil das automatisch passiert. Voll der Lügner, richtig. Der hat nichts gemacht. Genau. Richtig, der hat früh aufgestanden, hat nichts gemacht. Genau, richtig. Ich habe so getan, als hätte ich was gemacht. Also sage ich doch, sieht ein bisschen aus wie eine Kirche. Deine Hütte. Hannes, verkauf. Tschüss, Hannes. Tschö, mit Ö. Und dann ein neues Huhn kaufen. Nein. Kein Huhn. Hm. Ein Hasen, okay, aber ein Huhn? Ne, wenn dann ein Dino. Wenn das geht. Ja, aber da muss man die Eier dazu bekommen. Jetzt war ich zu blind. Pink Boy. Eine Goldaxe. Eine Iridium-Gießkanne wäre auch geil. Okay. Und was macht die Iridium-Gießkanne? Die gießt das ganze Feld automatisch? Die macht 5 mal 3, also 15er Feld. Nice. Oder war es sogar 6 mal 3? Oh, ich hätte vielleicht das Holz machen sollen, das Hartholz und dann abgeben. Ja. Tut mir leid. Ich hab nicht nachgedacht. Also, ja, tatsächlich sogar 6 mal 3. Nice. Also, du kannst 100 mal gießen mit der Gießkanne, ohne nachzufüllen. Und jedes Mal ein 6 mal 3 fällt. Schon geil. Ja, schon gar nicht so extrem übel. Herzchen. Mit Pam, boah, fast 10 Stück. Mit Louis. Gus, Linus, Willy, Robin, Dimitrios, Kent, Evelyn, George, Clint, Marnie. Probus, voll viele, krass. Achso, wegen Geburtstag. Sebastian fehlen noch 2. Jody, Caroline, Emily, Maru, habe ich 4 bis. Maru habe ich nur 4. Und dabei habe ich mit ihrem Bruder viel mehr Herzchen. Das ist total bescheuert. Oh, Maru, ich habe leider nichts mit für dich. Das ist echt doof.
Hummer habe ich noch nicht. Ah, ich könnte trotzdem in die Secret Woods gehen gleich. Gucken, ob die Frauen Hummer verkauft. Die ist nicht da heute. Im Winter oder ist sie mittwochs nicht da? Mittwochs nicht da, die ist nur freitags und sonntags da. Ah, okay. Okay. Doki Doki. Okidoki, Loki. Ich hol dann einen Goldbarren. Bam. Nee, so viel brauche ich nicht. Das packe ich weg. Und 15 wollte ich eigentlich. 3. Hä? Oh, ich hatte schon Kohle in meinem Inventar. 3 Stück. Ob Maro immer noch im Community Center abhängt? Keine Ahnung. Frag sie. Ich kann höchstens gucken. Gucken. Mit den Augen. Maro, bist du da oder bist du nach Hause gegangen? That is the question. Ach, die ist noch da. Ich hab keine Ahnung, was sie tut. Die Antwort auf diese Frage würde dich verunsichern. Sie geht durch den Tisch. Und durch den Stuhl. Tisch? Oh mein Gott. Das ist echt krass drauf. Gucken, wo Sebastian bleibt. Im Winter. Gibt es dann noch mal bald eine Treppe runter, oder? Ach, ich kann... Robin ist noch da. Nein, Robin! Nein! Fail! Oh. Hey, Sebastian, ich hab ein Void-Deck für dich. Was hältst du davon? Okay, ich bleib hier. In deinem Bett. Ah. Also ganz ehrlich, wenn ich so eine Einrichtung hätte wie Sebastian, das würde mich so depressiv machen. Mit dunklen Wänden und einem schwarzen Bettlaken, mit einem dunklen... Alles im Dunkel. Sofa, die Wände, Bilder, alles echt krass. Dann ist ja gut, dass du nicht bei mir wohnst. Hast du auch alles im Dunkel? Nö. Aber ich würde, wenn ich könnte. Warum kannst du das nicht? Weil ich zum Beispiel Holzvertäfelung an der Decke habe. Das ist doch geil. Ja, aber das... Ich kann den nicht einfach schwarz lackieren. Ja, das stimmt. Also aber, ich können schon, aber... Aber Holz ist voll geil. Mein Vermieter wäre von dem Ganzen nicht so angetan. Nee. Aber die Wände könntest du theoretisch schwarz streichen. Das wäre aber hässlich. Das ist Mustertapete, die bei mir drauf ist. Die ist okay. Nicht zum Streichen. Kannst du sie nicht abmachen? Das ist so vorgeschrieben von dem Vermieter. Nee, aber das ist ja ein Haufen Arbeit. Das stimmt. Da muss ich die ganze Bude frisch tapezieren erstmal und dann noch streichen? Nee, danke. Aber ganz ehrlich, ich
würde echt Depressionen bekommen. Alles im Dunkel. Weil sowas bestimmt ja auch dein Gemüt. Dein Gemütszustand. Nee, ich habe keine Ahnung, ich verstehe nichts von Farben. Musst du ja. Ist Erriet? Erriet? Tot. Ja, hier sind auch Dinos an den Wänden. Dinos und Giraffen. Tot? Leider nein. Ich weiß echt nicht, wo der Mann hin ist. Der hockt wahrscheinlich im Pub. Was? Der hat da nichts zu suchen, der Säufer. Eine Freundin sagt, ich darf nicht aus dem Fenster schauen, denn da draußen gibt es andere Frauen und Frauen sind für mich ein rotes Tuch, mein Untergang, mein ewiger Fluch. Aber der Reihe nach gehe ich zum Beispiel spazieren, dann kann es wieder passieren. Eben noch völlig normal, doch innerhalb von Sekunden mutiere ich zur Amöbe, mein Hirn ist verschwunden und... Ich bin wieder dabei, mich... Mein Herz zu verlieren... Ja, stimmt. Ich bin ein Mann, das kann jederzeit wieder passieren. Ich bin schon wieder dabei, mein Herz zu verlieren. Und dann weiß ich auch noch. Müsste Elliot jetzt nicht zu Hause sein? Im Bett? Ich hab keine Ahnung. Nee, er dürfte aber dann auf dem Weg nach Hause sein. Du müsstest eigentlich um 10 Uhr im Bett sein. Ich, naja, gut, Elliot, es ist nachts gefährlich auf der Farm. Das solltest du langsam wissen. Journal updated. Way! Oh, vielleicht soll ich erstmal schauen, dass ich hier rauskomme. Ja, das solltest du, sonst stirbst du. Und dann verlierst du dein magisches Schwert. So. Glowring habe ich schon. So, was in meinem Journal ist jetzt geupdatet worden? Ist der wirklich im Pub? Der ist nicht im Pub. Der ist nicht im Pub. Hat er jetzt einfach nur die Quest geupdatet und ich habe kein Geld bekommen, oder was? No. Hat er mich jetzt verarscht? Ja, das macht er oft. Bei Mine immer. Hey, hast du noch Bock auf ein Bier? Okay. Jetzt kommt so, was? Ich kenne dich nicht. Nee, der kennt mich jetzt. Nee, weil die Quest war doch erreiche Level 25. Ja, und dann verschwindet das einfach. Ich bin jetzt aber dadurch, dass ich im Ding runtergeflogen bin ich ja dran vorbeigeflogen im Prinzip. Ja, das Ding ist, dass bei den Minenquests kriegst du kein Geld. Hey Lea, hast du Elliot gesehen? Wenn ja, nimm ein Messer und steck sie mit den Hals. Warum? Warum töten? Warum nicht? Ist die wichtige Frage. Warum tötest du nicht Abby und dein Kind? Kann ich nicht. Ja. Der Elliot ist plötzlich im Bett. Willst du mich verarschen, Junge? Was denn ganz? Ist Abby cool im Vergleich zu Elliot? Im Gegensatz zu Elliot so. Du hast gesagt, dass Elliot cool ist, bevor ich ihn geheiratet habe. Nein. Du wolltest nur wissen, wen du heiraten könntest. Und ich habe dir halt einfach Leute aufgezählt. Ich meine, natürlich ist Elliot cooler als die unser Mr. Proteine und so, ne? Aber, ja, cool ist er dadurch trotzdem nicht. Oh, ich habe eine Kanne Kaffee bekommen. Ich habe keinen Kaffee bekommen. Ich gehe jetzt raus. So, hallo Brief. You did it. Ah, jetzt habe ich 10.000 Geld bekommen als Brief von Mr. Key. Hm. Ich habe jetzt einen Warp-Totem zur Wüste. Das ist voll praktisch. Cool. Kann einfach machen und bin drüben. Müsste ich aber dann auch machen, ne, mit der Wüste.
Alter. Aber ja, eigentlich... Das ist halt nur ein Totem, den benutzt man einmal und ja, dann... Ja, aber... Einfach das Geld. Ja, muss halt Level 25 erreichen. Schau halt, dass du einen Tag nimmst, wo du sowieso schon viel Glück hast. Da muss ich aber erstmal mich ausrüsten, weil das könnte tödlich enden. Ja. Könnte es durchaus. Wann macht die Adventurer's Guild auf? Um 11 oder so, ne? Relativ spät. Um 14 Uhr, glaube ich. Um 12. Nee, oder um 12 oder so. Und hat okay. Aber bis 22 Uhr auf. Ja. Gut, gut. Happy. Ein weiteres Jahr ist fast vorbei. Es geht so schnell, nicht? Way, Baby! Way! Ich werfe dein Baby rum. Lass mein Baby in Ruhe! Muss ich jetzt mit dem auch 3 Herzchen haben? Ja. Maria. Maria muss auch 3 Herzchen jetzt bekommen. Na super. Hätte ich das mal nicht gemacht. Kann ich dem Baby auch was schenken? Aber jetzt habe ich direkt ein Herz mit dem Baby. Hey Pam! Gib mir mein Werkzeug. So. Progresse Geodes. Super. Geodes. Super. 2x Müll bekommen. Geil. Müll. Was? Müll. Gut. Oh, ich hab ein Event mit Sam. Oh, Elli, ich wollte mir nur gerade einen Snack holen. Warte, für dich ist sicher auch was da. Okay. Ei. Ein Ei. Oh. Oh nein, was für eine Sauerei. Jody. Was war das für ein Geräusch? What? Stirb, Hokkaido. Du lieber Himmel, was ist passiert? Sag's hier, Ellie. Sam hat den Snack fallen gelassen, als er ihn mir geben wollte. Sam hat mir den Snack gegeben und Sam hat mir den Snack gegeben und ich habe ihn fallen lassen. Ja, genau so war es. Voll der Penner. Ja, genau so war es. Der lässt sich voll ins Messer laufen, ey. Ja, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Ellie. Das ist kein Problem. Und dann so, hätte ich das... Tut mir leid, Mutter, ich mach schon sauber. Danke. Naja, ich hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen, du Psycho. Ja, echt, ey. Voll der Arsch, Mann. Dass ja. Er dich in so eine Situation setzt, Mann. Und dann macht er einfach so weiter, als wäre nichts geschehen. Mhm. Wow. Sam, du Arsch. Jetzt schauen wir mal, Sam. Sam. So, Sam hat... Sam ist jetzt erwachsen. Das halte ich für ein Gerücht, Gant. Ich auch. Sehr. Hey, Sam. Hier hast du Ei zurück. Nein, nicht essen. Nein! Also du hast tatsächlich plus 50 Friendship dadurch bekommen. Ja. Wenn du es, wenn du gesagt hättest, er hätte es mit Absicht gemacht, dann hättest du minus 50 bekommen. Ja, wenn du einfach nur gesagt hättest, wie es wirklich war, dann hättest du einfach minus 10 Freundschaft bekommen. Puh. Schon als ich das mal überhaupt da so minus ja, genau, dass du einfach die Wahrheit nicht sagen darfst, so nach dem Motto. So, Ja, aber es ist halt Sam. Ja, Sam ist ein Arsch. Ja, weil Sam sonst Ärger bekommt und dann kann er... Kümmert Sam... Soll er halt Ärger bekommen? Ist doch scheißegal. Ja. Ich finde, dass er ja keinen Arsch in der Hose hat. Ja, hat er eh nicht. Ja, ist doch so. Ist eine kleine Pussy. So. Deswegen ist er eigentlich gar kein Kandidat zum Heiraten, genauso wie Sebastian auch keiner ist. Links.
Links hoch, rechts hoch. Recht rund. Okay. Ah, da kannst du noch nachgucken. Krass. Kleines hatte Geburtstag. Schade, kleines Geburtstag verpasst. Hä? Ach, ich bin falsch im Haus. Oh, man. Oh nein, schon wieder ein Event. Ich habe es so satt, diese Proben vorzubereiten. Mach was. Bam! Tja, passiert. Aha, oh nein! Oh. Die ganze Probe ist ruiniert. Harvey wird mich umbringen. Bring ihn zuerst um. Was soll ich nur tun? Sammel es einfach vom Boden auf, es wird keinen Unterschied merken. Sag Harvey, dass es meine Schuld war. Sag Harvey, dass es meine Schuld war, sage ich einfach. Okay, ich schiebe es dann auf dich. Hab hier eh schon gerade einen. Oh mein Gott. Hast du das auch schon mal gehabt? Was denn? Ich habe eine goldene Statue von Louis. Nee, hatte ich nicht. Krass. Why? Die kann man jetzt entweder auf dem Dorfplatz stellen, zum Ausstellen, was er nicht so toll finden wird. Das ist aber witzig. Oder man kann sie sich auf die Farm stellen, oder er schreibt einem einen Brief so nach dem Motto, ich habe herausgefunden, du hast mein spezielles Projekt benutzt und bla 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 und bitte gib's zurück. Das suchst du überhaupt in meinem Haus, so nach dem Motto. Geil. Was ist passiert? Ich habe etwas klirren hören. Ellie hat beim Eintreten die Tür so laut zugeschlagen, dass ich die Probe fallen gelassen habe. Okay, das war aber jetzt nicht wirklich auf mich schieben. Das sollte es andere nicht die Schuld für deine eigenen Probleme geben, Maru. Lol. Ich muss den Patienten wohl noch einmal herholen und diese Probe neu nehmen. Das wird uns vermutlich einen weiteren Monat ins Minus bringen. Hättest doch sagen sollen, ich habe sie fallen gelassen. Ach Ellie, ich wollte dir gerade einen Brief schreiben. What? Die Unterlagen sagen, dass es Zeit für deine jährliche Kontrolluntersuchung ist. Was? Aber, keine Sorge, es ist kurz und schmerzlos. Bitte folge mir. Du warst letztes Jahr aber nicht dort, ne? Hm? Du warst letztes Jahr aber nicht dort. Wo? Bei der jährlichen Kontrolluntersuchung. Nee. Okay, halt bitte still. Die arme Maro, ey. Die hat es falsch ausgedrückt. Sie hätte sagen sollen, dass ich die fallen gelassen habe. Ich muss nur noch deine Werte überprüfen. Was für Werte? Dein Puls ist hoch. Bist du wirklich Arzt? Mein Puls ist in Ordnung. Ja, wenn der Arzt sagt, dass dein Puls nicht in Ordnung ist, dann... Du scheinst sehr gesund zu sein, Ellie. Ich bearbeite dich nur nicht mit dem Hof. Danke, dass du gekommen bist. Hi. Warum sollte sich der Arzt bedanken, wenn ich in seine Klinik komme? Weil es kein echter Arzt ist. Hatten wir das jetzt nicht schon geklärt, oder? Ehrlich jetzt? Errungenschaft, populär, whoop. Na, wenn du meinst. Hat gerade da gestanden. Frau Maru, tut mir leid, ich frag mich, ob das die falsche Antwort war für Maru. Voll bitter. Ich wollte doch etwas Gutes für Maru tun. Ja, siehst du, du hast haben sie dich durch das Event davor dazu gebracht, dass du denkst, du musst lügen. Und jetzt wäre die Wahrheit das Beste gewesen. Aber ich habe immer noch 5 Herzen mit Maru. Aber ich kann ja... Du hättest, du,
Tell Harvey it was an accident war die richtige Antwort, plus 50. Du hast durch deine Antwort jetzt minus 20 Freundschaft bekommen. Oh nein. Ich muss jetzt Maru irgendwie dazu überreden, dass sie mich trotzdem mag. Die mag dich nie wieder. Oh. Gib's auf. Schmeiß alles hin. Geh irgendwie. Aus. Geh zu Elliot. Saufen. Geh saufen. Geh zu Shane und zu, wie heißt die andere junge Dame? Pam? Pam und sauft euch zusammen zu. Okay, das mach ich jetzt. Vereint in Depression. So. Glowring, da kommt Ausrüstungskiste. Wir haben so viele Glowrings, Alter. Wer verkauft so viele Eisenprügel. Warum haben wir so viele Eisenprügel? Wer hebt die Eisenprügel auf? Ich hatte letztens irgendwie bekommen und hab sie dann da reingetan. 4 Stück? Nee, 2 hatte ich irgendwie bei einem Lauf bekommen. Ach so, weil das halt wieder Adventurer's Guild ist und deswegen kann man die nicht so einfach verschachern. Nährstoff. Yay. Die Apps liegt schon im Bett. Schlaf gut, Apps. Was ein Shame bei mir. Du musst doch zu deinem Kind. Am nächsten. Shane ist auch ein Pferd. Oh nein, es ist schon 12 Uhr. Ich könnte immer noch was essen. Ich würde dich nicht daran hindern. Uns zu Hause. Nein, doch. Ja, ins Bett. Ellie hat sich ins Bett gelegt. Hey, Elliot, what's up? Morgen schneit. Brief. Sollte nicht heute meine Axt fertig sein? Ach ja, ich wollte jetzt zu Robin noch und ich wollte noch zu Brief habe ich auch mit 50 Holz von Robin und ich arbeite gerade an einem verzauberten Stab von unsagbarer Kraft. Allerdings fehlt mir etwas. Ein Iridiumbarren. Ich bin bereit, den 5-fachen Marktpreis dafür zu zahlen. Bring ihn vorbei, sobald du kannst. Haben wir noch einen? War das jetzt ein Witz? Nein. Schau mal in die Kiste rein und sag mir, ob wir noch einen. Woher hast du so viele Iridiumbarren? Weil ich die Höhlen-Totenkopfmine mache. Hallo? Alter. Meine Herren. Krass. Krass von dir. Echt jetzt? Ohne Witz? What the fuck? Das ist nur die fucking Mine. Ja, ich finde die schon hart. Also ich finde die normale schon. Ist schon heftig. Aber gut.
Du musst nur die Gegner richtig treffen. Das ist. Das kann ich nicht. Also. Töten mich. Ja, weil du zu oft getroffen wirst. Ja. Das lässt sich vermeiden. Wenn man das kann. Ich hab dagegen gegossen. Mann, oh Mann. Was gießt du? Die Katze. Schwinter. Ach so. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Bitte, was ist das? Clint? Clint? Hä? Was tut der? Wo geht's er hin? Der ist grad rausgelaufen. Warum? Darf das nicht? Hey! Hey! Folgst du ihm? Was ist denn mit dem jetzt los? Warum? Er geht jetzt ins Community Center. Nee, das kann doch nicht sein. Wir hätten das Community Center nicht machen sollen. Da, Metallprügel. Hasch. Und wann kriege ich meine Axt? Morgen. Dann, was kann ich denn noch bauen? Kupferhacke habe ich und Kupferspitzhacke. Kupferhacke. Dann muss ich also Eisen. Und dann mache ich neue. 15 Eisen. Oh. Dann mache ich jetzt neue Eisenbarren, weil von Eisenbarren haben wir nicht so viel. Jo, mach. Dann gehe ich zum Zauberer. Also, 950 Holz und 500.000 Gold kostet das Haus für Pam. 950 Holz? Das haben wir, das normales? Stand auf 500.000. Das 500.000 ist... Geld. Ja. Das machen wir dann, wenn die Erdbeerfarm läuft. Ja. Das sollte dann ja eigentlich kein Problem sein, das beisammen zu kriegen, weil was kriegt man für eine Erdbeere? Warte, jetzt muss ich nochmal schauen. Ist das müde? Strawberry Fields Forever. Eigentlich gar nicht so. Also gefühlt nicht. Ich gern nur. Musstest du halt nicht so viel machen? Naja, ich hab halt gearbeitet, ne? Ja. Ich hab halt gearbeitet bei meinem Opa. Hab ich gearbeitet, tut. Ja, wir haben halt nicht so viel gemacht. Wir haben halt viel, viel durchgesprochen. Ach so, okay. Und viel, viel besprochen, auch Reihenfolge von Arbeiten und so, und weil das ist schon viel, was der noch hat. Mhm. Ich hatte halt so gesagt, so nach dem Motto, ja, zwei, drei Sachen müsste man machen, ne? Und dann war ich jetzt dort und boah, Alter. Das ist doch viel mehr, als du dachtest. Ja, da muss. Das Problem ist halt, dem sein alter Elektriker ist quasi mittendrin abgesprungen. Mhm. Weil da hatte ja jemand, der ihm das Zeug eigentlich gemacht hat, der näher gewohnt hat. Aber jetzt durch. Und dann musst du erstmal verstehen, was da jetzt alles schon gemacht wurde und was da versucht hat zu machen. Und ja, das ist alles nicht so toll. Also, jetzt wollte ich doch nochmal schauen. Also. Mhm. Also, so. Das heißt, wenn wir alle Felder voll haben, oh, das muss ich jetzt dann ausrechnen, auch wie viele Erdbeersamen wir überhaupt dann brauchen. Dass wir auf jeden Fall genug haben. Ich habe einen Erdbeersamen erstellt. Ja, wie gesagt. Aber eins reicht ja nicht. Brauch ich nicht. Weil wir werden eh Samen kaufen müssen und von daher können wir auch gleich alle kaufen. Weil selbst wenn wir. Weil wir könnten jetzt im Moment 654 Erdbeersamen kaufen. Einfach mal so. Weil wir es können. Ja, richtig, genau. Ich meine, wir werden jetzt gerade noch ein bisschen Geld ausgeben und so. Aber wir müssen warten bis zu diesem Eierfest. Ja. Im Frühling. Also ich schaue jetzt, wie viel
Ich schaue jetzt, wie viel Geld, also wie viele Felder wir bräuchten. Und dann rechne ich aus, wie viel Geld wir brauchen. Und dann müssen wir das Geld halt auf jeden Fall auf Petto haben. Aber ich könnte zu Robin, aber ich glaube, sie macht jetzt Feierabend. Das ist doof, ich vercheck das immer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die Abby bedrückt nicht mit Sebastian. 11, 12, ich weiß. Ich weiß. Ah, toll. 12 mal 10. 12 mal 10 minus 6. Das sind 120, 114. 114 Samen brauchen wir. Das heißt, wir bräuchten 114. Das heißt, wir bräuchten 11.400, sollten wir auf jeden Fall in der Kasse behalten. Schaffen wir. Ja, schaffen wir auch. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben hier anfangen soll jetzt. Ich gerade auch echt nicht. Ich könnte Angeln üben. Ich übe Angeln. Ich gehe auch gleich Fisch fangen. Hey Maro, mit dir habe ich auch schon gefangen. Oh, ich muss echt auf Klo, aber ich bin so faul. War das Ebene 60 oder so? Na was? Es ist doch in der Höhle, hast du gesagt, ne? Was? Der Glacier. Ja, muss. Ja, da in dem See müsste das sein. Bam. Komm, keine Fische. Nee, sorry, das hatte ich falsch im Kopf. Das ist im Cinderzap Forest auf dem am südlichen Ende vom Arrowhead Island. Wenn ich wüsste, wo das ist. Aber ja, wie geht's? Was rastest du so aus? Ach, das drückst dann immer rum und dann passiert immer Zeug, was du eigentlich gerade gar nicht machen wolltest. Das Baby ist schon im Bett. Ich wollte es doch kuscheln und. Ja, das ist gerade recht. Ich müsste eigentlich da alles zubauen, dass wir rennen Leute rein und fangen an mit dem Kind rumzumachen. Das ist nicht so cool, ne? Eine City. Ich bin jetzt ernsthaft zu lang da gestanden für eine alte Zeitung. Barisch. Wow. Puppe. Und ein Diamant. Und zwei Smaragd. Das hat sich doch gelohnt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ein Diamant und zwei Smaragd. Töten. Puppe. Den Fisch kann ich eigentlich auch wegschmeißen.
Und die Brille. Was? Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich heute vorhatte, aber dann ist ja der andere Dubbis einfach abgehauen. Doofi. Ja. Voll der Doofi. Level 1 Fishing! Woohoo! Ich würde an der Stelle kurze Pause machen. Ja. Ich muss auf Toilette. Okay. Ich mach. Kurze Pause. Pause. Hä? Pause? Passiert nichts. Pause. So. So, Pause. Wow. Ich mach dann kurz hier stumm. So.
Doki Doki. Fua Fua. Kira Kira. Yokoso, Minasan. Elianda. Keine Ahnung. Ich habe nicht arg auf den Chat geachtet. Aber scheinbar. Ja, Papst ist da. Hallo? 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 Yeah! Hallo? Ach so, das war bei dir nicht auf Stumm, ne? Ja, richtig. Ah! Boah, Elli! Ich hab grad echt gedacht, what the fuck, was ist jetzt falsch? Elli, ist falsch. Ja, also bei mir läuft der Ton jetzt wieder, ne? Just saying. Also pass auf, was du sagst. Alle deine Worte können gegen dich verwendet werden. Das war nicht der Plan. Egal. Ich habe auch keine Ahnung, ob man den irgendwie am Mikro stumm schalten kann. Ob man Kopfhörern geht das. Yo, Papst, was geht? Der Papst, Stinkekäse. Hallo, Papst, Stinkekäse. Hast du deine Socken wieder nicht gewaschen? Mann, Mann, Mann. Wir sind wieder hier. La 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 la. In unserem Revier, war nie wirklich weg. Haben uns nur versteckt. Hi Abby, was hast du heute Morgen gemacht? Tiere gefüttert? Guten Morgen, Ellie. Ich hatte dir einen Kanne Kaffee gemacht. Oh. Ich hab dir schon einen Kanne Kaffee gemacht. Schon wieder Kaffee. Wenn ich die Worte von Ellie mal hören würde, wow. Ja, so. In der Farm ist es halt, ne? Aber so in Real Life wäre schon guck mal, cool. Guck mal, wir haben eine goldene Statue von Major Lewis. Hab ich gesehen. Und ja. Du kannst auch eine holen. Dann haben wir zwei. Dann können wir sie links und rechts vom Eingang aufhängen. Way. Ist doch cool. Way. Kitty Cat. Nomni Cat. Was verkauft der Pierre eigentlich an Samen? Im Ding. Kannst du mal gucken gehen? Ja, das wäre jetzt mal ein bisschen interessant, weil dann könnte man vielleicht tatsächlich noch effektiv noch ein bisschen Geld machen. Vielleicht. Vielleicht. Maybe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oh nein, warum habe ich... Oh, oh, really? I wanna play a game. Da ist das Tor abgebaut, oder? Ja. Da sind die Tiere drin. Mäh. Was war ein Tier? Ich weiß. Das wird ganz bekannt. Elli, nein. Ein Schwein macht nicht. Oh Mann. Ach du Schande. Pierre, ich will deinen Samen. Mach auf. Das ging jetzt richtig, richtig falsch. Ich weiß, ich habe mir auch echt Mühe gegeben mit der Formulierung, okay? Oh man. Heute ist Samstag, nicht mehr Freitag. Scheißegal. Obwohl, ist egal. Hey, gib mir meine Axt. Der verkauft tatsächlich gar nichts außer Grasstarter. Oh. Was will ich mit Grasstarter? Ich kaufe dir jetzt den Katalog. Oh, aber das kostet so viel Geld und du willst ja noch Zeug machen. Werkzeuge verbessern. Iridium Axt. Kann ich nicht machen. Iridium Gießt kann ich auch nicht mehr. Stahlspitzhacke. Oder Stahlhacke. Spitzhacke. Spitzhacke, ja, hätte ich auch gesagt. Mach lieber Spitzhacke. Ich gehe jetzt. Das heißt, du machst jetzt die beiden Stahl noch. Das heißt, du brauchst danach noch 5000 Geld jetzt, ne? Ja. Also du brauchst insgesamt noch 10.000 Geld. Oder hast du das eine jetzt schon in Auftrag gegeben? Das eine habe ich jetzt in Auftrag gegeben. Also das heißt, du brauchst noch 5.000 Geld. Das heißt, ich könnte tatsächlich... Aber der bringt uns halt nicht viel. Weißt du, ich könnte jetzt den Katalog kaufen. Aber
Das, das sind dann, dann kannst du Einrichtungsgegenstände einfach kostenlos einbauen und so, aber der kostet halt 30.000 in der Anschaffung. Ha! Gay! Papst, ich spiele eine Frau in dem Spiel, ne? Just saying. Zwar eine gaye Frau, aber trotzdem. Was für Günther. Außerdem Secret Woods. Ja. Gunther, you touch my tralala. Oh nein, wo ist sein My Ding Ding Dong. Da ist es. Ich war immer noch bei Pierre, ich fasch nichts verpasst. Ach, das Saubere wollt ihr auch noch irgendwie Ding. Und ich wollte, eigentlich wollte ich ja noch überlegen, ob ich meine Hacke aufwerte, aber brauche ich ja eigentlich gar nicht. Weil das Gewächshaus wird jetzt den Rest übernehmen. Alter! Hä? Nein, warum hat die Harz... Warum hat die Penny Harz gekocht? Weiß ich nicht. Boah! Frag sie da. Irgendwie alle im Dorf sagen, dass die Qualität von den Sachen, die wir beim Pierre verkaufen, übel schlecht ist. Alle? Also bis jetzt alle, mit denen ich geredet habe. Also bei Entweder Caroline? Es war verrottet, oder es war Kompost, oder es hat beim Kochen das Haus mit einem ganz komischen Geruch gefüllt. Okay. Entweder können die nicht kochen, oder Pierre oder verkauft Gammelzeug. Ich glaube, Pierre verkauft Gammelzeug. Er lagert das nicht richtig. Wir hätten den Julia-Markt. Wir hätten den Julia-Markt retten sollen. Ja. Scheiße. Ja, zu spät. Hüte! Good old Cap! Die sieht aber hässlich. Wo war nochmal Glacierfish jetzt genau? Also ich habe keine Ahnung. Wenn du das erzählst, dann weiß ich was. An dem Arrowhead Island. Ich weiß nicht, wo das Arrowhead... Guck mal. Ist das in den Woods? Lass mich kurz auf meine Map gehen. Ach so. Da! Ah! So, und hier ist Arrowhead Island, weil es in Dreieck geformt ist und hier ist die Spitze. Okay. Gut. So, und wenn ich jetzt hingehe, du brauchst halt mindestens Level 6 Fishing, aber das solltest du ja haben. Ja, klar. Ja, okay, danke. I know. Gut. Ich könnte jetzt Bäume ummachen, aber ich habe auch irgendwie keine wirkliche Motivation dazu. Und krass hatte ich Verzug. Ei weiß? Ach, Papst weiß, okay, alles klar. Papst, gut, wenn du das weißt, dann ist alles gut. Ich hab zwar keine Ahnung, was du weißt, aber hey. Dass du eine Frau spielst. Ja, und dass die gay ist, wahrscheinlich auch. Und krass hatte ich Verzug. Inwiefern Verzug? Also wie... Vielleicht Delay? Lag. Okay. Lecco mio, fette grande. Ich gehe jetzt Glacierfish versuchen zu fangen. Ich werde ausrasten, aber. Wait! Sollen wir noch eine Ente kaufen? Wofür? Oder. Ein Hasen vielleicht? Ein Hasen? Ein Hasen. Für Lucky Luck. Lucky Luck Luck? Ja. Wir haben doch schon einen Hasen für Lucky Luck Luck. Aber einer? Zwei Hasen doppel Luck Luck Luck. Meinst? Maybe. Ich glaube, zwei Hasen Hokkaido. Und okay. Drei Hasen Hepatitis B. Okay. Lacksaufen. Lacksaufen? Nein! Ja, Fanda, ja, bitte. Schick mir leckeren Lachs. Ich schaue jetzt bei mir Jazz ihre Spielsachen an. Oh, man. Oh, dieser Fisch. Ah! Bring ihn um. Ich war dabei, aber der ist zu krass. Junimo Coloring Book. Way. Alter, der Fisch ist so aggro. Du bist aggro, nicht der Fisch. Ja, yeah, get your facts straight. Ich kann kein Englisch mehr. Ist okay. Oh, den Ernst, Fisch. Ach stimmt, dem Wizard muss ich ja auch noch einen Bar bringen. Oh, Mann. Du brauchst so einen Bleischwimmer. So ein Gewicht. Glaub mir, das geht einfacher dann. Weil ich bin hier voll der Angelprofi. Glaub mir.
Das ist jetzt normaler Fischi. Ich brauche so ein Teil, was den Barren, also den Balken ein bisschen größer macht. Kann ich sowas machen? Kannst du was kaufen? Nee, machen. Der Ding verkauft es. Ich entkomme nicht ihren Schätze. Nein, das ist egal. Ich entkomme langsamer, wenn du sie nicht einkurbelst. Das wäre auch nicht schlecht. Oder vergrößert die Fischleiste. Ich brauche 10 Schleim und 5 Hartholz oder 10 normales Holz. Das ist teuer. Nee, ja. Scheiß drauf. Einfach so fangen. Ich hab den ganzen Winterzeit. Geh doch zu Willi. Geh doch zu Willi und kauf's einfach. Nein. Gut. Wenn du meinst. Huch. Ich hab geguckt, was Papst geschrieben hat. Fischleiste. Ja, Fischleiste. Ah, Alter! Also so alt bin ich jetzt auch mal wieder nicht. Nee, der Fisch. Ey, so der krass. Genatzt, ne? Der ist halt glitschig. Ja, da muss ich wirklich vorher ahnen, wo der jetzt als nächstes ist, weil sonst kriegst du das nicht hin. Hoch, runter, hoch, runter. Ich verkaufe jetzt ganz viele Sachen. Als ich zusammen mit Thunder gespielt habe, habe ich das direkt am ersten Tag geschafft. Mit dem Fisch. Was am ersten Tag war's? Mit dem Glacierfisch, als ich dann einfach direkt beim ersten Mal geschafft. Aber ich glaube, da waren die Geister gut drauf. Und es kann natürlich auch sein, dass du das beim Update nochmal die Legendaries nochmal. Ich hoffe nicht, ey. Das ist eh schon assi. Ich weiß es nicht. Ich angel nicht. Oh, was ist das für ein Kackfisch? Keine Ahnung. Ist auch eine Ahnung. Du bist nicht mal legendary jetzt. Hör auf zu mucken. Lenkdorsch? Den kenn ich auch nicht. Kenn ich auch nicht. Den Typen. Das ist Lenkarsch? Guck einfach in meinen Stream kurz. Dann siehst du, wie der heißt. Zu spät. Oh shit, stimmt. Ich bin hier auf der Farm unterwegs. Ich vergaß. Dann lege ich den gleich in die Kiste und kannst du lesen, wie der heißt. Ja, wie sieht denn da aus? Farbe und so. Hier heißt der Lenkdorsch. Lenkdorsch. Ach, das Ding. Bream heißt der, glaube ich, im Englischen. Okay. Aber den gab's vorher nicht. Ist das sicher? Ja. Ob das neu? Lass mal kurz schauen. Lincott. Doch, den gab's schon immer. Echt? Dann habe ich den zum ersten Mal gefangen jetzt. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Würmchen, Snow Yam und Zeug. Nom, 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 nom. Nom. Ja. 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 Nom. Ja. Nom, nom, nom. Hallo Mani, wohin gehst du? Mit wem willst du knutschen? Warten auf Spieler. Ja, ich bin gerade im Dorf irgendwie, aus welchen Gründen auch immer. Dann kann ich ja was essen. Snacks. Ich wünschte, ich hätte Snacks. Ich habe keine Snacks im Haus. No. Ich habe nur Götterspeise. Das ist auch ein geiler Snack. Ja, aber davon hatte ich jetzt schon eigentlich schon ein bisschen zu viel.
Okay. Also jetzt nicht wegen dem Nährwert oder so, sondern eher von der Lust darauf. Ja. Weil ich habe auch noch mit relativ wenig Zucker angemacht. Das heißt, es ist auch noch quasi wenig Zucker drin und alles. Und von daher, ich könnte das Zeug eigentlich... Eigentlich ist das Zeug super zum Abnehmen, ne? Weil hat eigentlich keinen wirklichen Nährwert. Aber macht den Magen voll. Ich hätte es geschichtet machen sollen mit verschiedenen Geschmäckern, aber hätte. Kannst du immer noch machen? Nee, die Schüssel ist voll. Okay. Die Schüssel fasst genau 5 Liter. Boah. Die Schüssel ist halt voll. Musst du aufteilen auf verschiedene Schlüssel, genau. Ja, aber jetzt ist es ja schon hart. Das heißt, wenn ich es jetzt rausmache, dann verblöppert es. Weißt du, was ich meine? Ich mag das so schön stichfest, weißt du, und so schön sauber. Das mag ich. Assi. Was, Assi? Warum jetzt schon wieder? I see. Oh, stimmt, morgen ist ja wieder das Fest der Winterstern, nicht Winterstern. Ey, ich hab mein Ding noch gar nicht bekommen. Mein Winterstern, Psycho. Weißt du, den ich ziehe für Geschenk. Linus hat mir einen Largemouth Bass geschickt. Ich habe Geld von Meister Jules. Also morgen, ja, morgen ist Festival of Ice. Ja, habe ich gesehen. Mit Eisfischen. Sollen wir Eisfischen versuchen nochmal? Klar. Schauen, ob mal tatsächlich einer von uns gewinnt und nicht wir beide einen Tie haben. Hä, du hast doch. Nein, hab das ich gewonnen gehabt? Nee, was? In was hatten wir Gleichstand? Ach, beim Eiersuchen hatten wir Gleichstand. Das war's. Genau. Hey, weil ich weiß. Stimmt, hab ich tatsächlich beim Eisfischen gewonnen? Ja. Gegen dich? Ich hab die ganze Zeit nur, keine Ahnung, Algen gehabt. Das ist ja so, als würde ich im Geschäftsauto gegen Kimi Räikkönen antreten in seinem Rennwagen und wird gewinnen. Ach nee, die Angeln sind ja gleich, deswegen. Ja. Du hast keinen wirklichen Vorteil. Das hängt viel von Glück ab dann. Richtig. Aber morgen gehen wir dann wieder Eisfischen, würde ich auch sagen. Das war lustig. Ich gehe zur Adventurer's Guild und grab währenddem alle Würmer um, die ich finde. Und vielleicht gehe ich da noch ein bisschen in die Mine oder so, aber ich weiß noch. Achso, da gibt es ja übrigens auch noch bessere Ausstattung in der Adventurer's Guild, ne? In der Abenteurer-Gilde. Da kannst du auch noch bessere Sachen kaufen. Gerade Rüstung und so, ne? Was halt auch hilft, wenn du häufig, also wenn du es noch nicht hinkriegst mit dem Timing, dass du die Gegner so triffst, dass sie dich nicht treffen. Dann hilft es, wenn du bessere Stiefel und so Zeug hast, um dich zu schützen. Und Ringe kannst du ja da auch kaufen. Kannst du aber auch machen. Ja, Papst, was hast du den ganzen Tag getrieben? Hast du dich gerade noch um deine Family gekümmert? Oder warum kommst du erst jetzt? Es ist schon 22:30. Zauberer kommt nie zu spät oder so. Zauberer? Subaru? Subaru kommt nie zu spät. Warst du schon beim Zauberer und hast ihm den Iridiumbarren gebracht? Ja, klar. Für 5000 Glott. Ja, hab schon. Gut. Ich baue jetzt hier noch ein paar Steine ab, weil wir so wenig Steine haben. Ich gehe zum Gunti. Sag hallo für mich. Ich habe ein Prehistoric Tool gefunden. Wey. Museum spenden. Schwimmen, einkaufen, PVC legen. Boah, es kriegt nach sehr viel Stress. Ohne Witz. PVC legen? Wo hast du PVC gelegt? Und vor allem warum? Weil er es kann. Der Fußball gucken war das Anstrengendste von allem, glaube ich. Das ist echt übel, ey. Bei deiner Ma, ach so. Warst du ein braver Sohn? Hast du deiner Mami geholfen? Naja, können. Du hast es gemacht, also kannst du es. Ich verstehe schon, was du meinst mit können. Aber ist immer gut, wenn es funktioniert hat am Ende. Ja, das kostet ja auch Geld.
Okay, Ellie singt wieder. Kaffee oder Alkohol? Alkohol. Macht Birne hohl. Ja. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst deine Feinde lieben. War das nicht irgendwie eine Liedzeile? Oh Alkohol, du bist mein Feind, das weiß ich wohl. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst deine Feinde lieben. Glaub ich schon, ja. Hab ich eigentlich Queen of Source geguckt? Ich weiß es nicht. Heute lernst du Poppy Seed Muffin. Moon Muffin. Ah, du warst eh am Fernseher dann. Ich hätte gesagt, sonst hätte ich ja gleich schauen können. Hm. Babs ist der gute Handwerker. Babs, dann musst du ab und zu mal bei Fernseher vorbeischauen. Dann muss ich da nicht so oft hinfahren. Macht er ja eh schon. Ach, der repariert euch auch durchs Haus. Ja. Ja, alles gut. Dafür gibt's Leute, die können's und Leute, die können's halt nicht. Dafür könnt ihr andere Sachen. Gut, kann schimmeln. Was könnt ihr? Auch schimmeln. Zocken. Den ganzen Tag. Ich brauche Drogen jeden Tag. Ich brauche Drogen, so viel ich mag. Ich brauche Drogen, dann geht's mir gut. Ich brauche Drogen, dann fühle ich mich wie ein Rhinoceros. Oder irgendwie so. Warum kommen jetzt Vögelgeräusche? Vogelgeräusche. Ich bin kiffen. Bist du kiffen? Du nimm mal lieber die Möhrchen. Marihuana ist nicht gut. Soli, das Soul oder so. Ja. Tauli. Ach, South Park jetzt. Hey, Robin. Bitterfährten. Ich kann dein Haus einem Keller hinzufügen für 100.000 Gold. Bist du interessiert? Ja, aber so viel Geld haben wir nicht. Rheinrock Open Air. Ellie, das ist was für dich. Grail Knights kommen aufs Rheinrock Open Air. Wo ist das? Wahrscheinlich bei uns unten in der Gegend, oder? Oder in Köln irgendwo. Und ich habe erst Beanstandungen gelesen und so gedacht, Baumberg. Ja, wo ist das? Bei Monheim. Nächste größere Stadt oder eine Stadt, die man kennen müsste. Also, bei Monheim kenne ich. Aber also das ist bei euch oben oder was? Ich würde da hingehen. Hast du schon Karten? Bestellst du Karten? Musst du Karten bestellen? Nein? Ja? Yes. Vielleicht. Baum. Exitus. Mal gucken. Ja, nice. Das heißt, ihr kommt nicht zum Dong, oder was? Am 29. August, das hat mit dem Dong nichts mehr zu tun. Das ist schon nach dem Dong. Ja, aber... Das ist weit nach dem Dong. Das Ding ist, wir haben noch andere Jobs, deswegen... Ja, aber trotzdem. Hey Maro, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, das ist halt auch das Problem bei so Sachen wie... Genau, das heißt nicht. Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Es kann genauso gut sein, dass sie auf beiden sind. Also Papst, ja, genau. Weil selbst auch wenn die noch andere Jobs haben und so oder was auch immer, weißt du? Ja. Das ist ja, ne? Das ist noch gar nicht safe jetzt. Einfach mal abwarten und Tee trinken, ne? Okay. Ich habe leider keinen Tee da, also ja, muss ich halt mein Korea hier ein bisschen verringern. Hm. Jetzt habe ich die ganzen Steinbruch gerade abgebaut. Ich habe kaum noch Energie. Ich habe noch einen Largemouth Bass, den kann ich noch essen. Und eine Winter Root habe ich auch noch, die kann ich auch noch essen. Ich habe 4 Winter Roots. Aber ich kann sie dir leider nicht geben. Ja, und ich habe Snow Yams und so Zeug. Nom. Ich hab mehr als genug Material. Weil ich habe ja auch jetzt Artefakte. Kaffee für Harvey. Oder Kaffee für mich? Hab ich auch. Trinkst du mir vorbei schnell? Ja.
Ich will schnell kurz. Ja. Wie viele Herzen habe ich jetzt mit wem? Pam, fehlen noch 2, Louis 3, Gast 3, Willy 3, Dennis 3, Dimitrios 3, Robin auch, Ken. Shop. Hä? Item Recovery Service? Habe ich irgendwas verloren? What? Ach so, die 3 Tappers könnte ich wiederholen. Aber die habe ich jetzt schon nachgebaut. Also von daher ist scheißegal. Ich habe mit Maro weniger Herzen, weil ich falsche Antwort geliefert habe. Ja. Ba. Muss viel mit ihr reden. Gut zureden. Sagen, hey, so habe ich das nicht gemeint. Ich lieb dich doch. Und dann steck ich ihr ein paar Erdbeeren in den Mund auf eine erotische Art und Weise und dann liebt sie dich wieder. Okay. Ach so, funktioniert das doch, oder? Elliot ist so ekelhaft. Du riechst süß, mein Liebling, wie ein Zimtblatt, das in der Sommerbrise umherfliegt. Ich verstehe immer noch nicht, warum du dir den Kerl angelacht hast, aber... Weil du gesagt hast, dass der okay ist. Weil ich gesagt habe, ja. Ja. Egal. Spätestens, wenn es dann auf YouTube die Folge kommt, können wir ja sehen, wer was gesagt hat. Was ist eigentlich mit Honig heute? Warum streamt er heute? Oder was war, weil der heute nicht gestreamt hat? Ja, ist auf 3 Konzerten heute oder so ähnlich. Oh, oder okay. Sieht sich 3 Bands an. Okay, also er ist beschäftigt. Gut, verstanden. War er nicht zu Besuch heute bei Papst? War nicht bei Besuch heute. Nicht zu Besuch. 3 Hartholz, ich hab 3 Hartholz. Bam, 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 bam. Hartholz for the win und eine Bombe for the win. Ah, er kommt nachher. Okay. Vorbei. Ja, sag ihm dann Hallo, falls irgendwie, ne? Genau, kannst du sagen. Sag Hallo und sag, das ist ein tolles Schwein, weil der heute nicht gestreamt hat. Sagst aber dazu, dass das Ellie gesagt hat, ne? Also, nur dass du keine Missverständnisse passieren. Ich habe es tatsächlich geschafft, mein Inventar zu füllen. Womit? Mit allem. Mit Zeug. Ich gehe jetzt heim. Mach's. Du kannst keine Sachen mehr einsammeln. Ja, genau. Ich habe es geschafft, mein Inventar zu füllen. Warum schmeißt du nicht diesen Knüppel weg? Was? Ja, aber ein Knüppel. Jetzt habe ich einen Platz mehr frei, so. Warum bin ich jetzt zum Dorf gefahren? Ich bin doch so doof, Alter. So ein Bauer. Fahr wir zurück? Ich fahr zum Busstopp. Hallo Bus, ich klau dich einfach mal. Die Tür ist ja offen. Bei mir sehe ich immer noch, dass du in den Karren steigst. Ach so, du bist im Bett? Mhm. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich denk mir noch so. Oh, ernsthaft, das habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Fledermaus. Sehe ich noch gar nicht. Jetzt schon. Die sehe ich nur, wie ich einfach plötzlich random anfange, in der Gegend rumzulaufen. Ich habe ein krasses Delay. Ja, das ist normal. Ich habe bei dir auch ein krasses Delay. Aber ich habe bei allen. Ich habe ein krasseres Delay als jetzt Thunder hat. Ich bin schlechter dran als ihr alle. Nein. Doch, bist du. Das ist mir Wumpe. Sag's nur. Ja, verstanden. Dass ich ungefähr eine Sekunde mehr Delay hab. Dann hast du schlechteres Netzwerkkabel. Brauchst du besseres Netzwerkkabel. Wir haben doch das gleiche. Du musst dir eins mit goldenen Kontakten holen. Sollen wir ein Kind haben, Ellie? Nicht jetzt.
Ja, komm. Das ist deine Entscheidung, ist mir egal. Ich hab gesagt, okay. Ja, also lässt dich von, doch von ihm besteigen. Vielleicht adoptieren wir einfach eins. Nee. Nee, ihr adoptiert keins. Ach stimmt, heute ist das Fest zum Angeln. Stimmt. Morgen schneit. Ich hab kein Geschenk mehr für Alex. Yay. Oh, Wein braucht so lang, bis der reift. Das ist echt die Härte. Oh, ich hab von Emily ein Stück Stoff. Yay, Emily, das ist so freundlich von dir. So kann man auch an Stoff kommen. Jetzt hast du eins bekommen und ich eins. Gut. Da, guck mal, hast du deine komische Kupferpfanne noch? Da ist Glitzer im Wasser. Ah, Glitzer, Glitzer. Nein, es ist weg. Dein Ernst. Lol. Das ist ja mal richtig assi. So assi, das ist echt die Erde. Läufst extra noch rüber und... jetzt nimmer. Aber wenn die Ellie kommt? Nee. Nee. Wenn das so kommt, okay. Warst du eigentlich bei den Tieren oder so? Zwischendurch, ja, sicher. Hasenpfote. Du kannst dir Glück besorgen. Geh dir Glück holen. Sonst nehme ich sie mit. Nimm mit. Nee, du brauchst doch noch dein Glück-Talisman. Ja, stimmt. Du hast den Glückstalisman noch nicht. Aber wie du siehst, habe ich mich um die Tiere auch gekümmert. Ja, ja, alles gut. Ich frag nur. Weil wir es zwischendrin beide nicht gemacht haben. Und das ist halt nicht so toll. Haben wir nicht? Ja. Doch. Wo ist mein Schwert? Was? Wo habe ich das jetzt hingeschmissen? Wenn ich das jetzt fortgeschmissen habe, da liegt es noch. Alter. Sicher, jetzt fange ich schon an, mein Schwert in der Gegend rumzuschmeißen. Oh je. Hast du eine Kiste für Stoff? Ja, hier. Bei dir zu Hause, oder? Hier. Ja, bei mir, neben dem Spinnrad, die weiße. Das Fest des Eises. Ich eile. Haha, immer zweimal schneller als wie du. Ich gebe jetzt Stoff erstmal. Stoff können wir später auch für viel Geld verkaufen, wenn wir es nicht brauchen. Oh nein, ich bin halt in den Keller gegangen. Ey. Die Treppe du gehst immer in den Keller. Ja, die Treppe irritiert. Warum? Die Treppe zeigt, dass es da nach unten geht. Also für mich ist es raus. Unten, Wald. Ach so. Pam läuft noch ganz gediegen zum Bus. Das Lustige wäre, wenn du tatsächlich zur Calico Desert fahren könntest. Kann man wohl eigentlich ein Fest. Ich weiß es nicht. Will ich gerade aber auch nicht wirklich ausprobieren. Ich will dich wieder im Eisfischen schlagen. Hey, Elena. Elliot. Ich mag dich. Hi, Robin. Ich mag dich auch. Hi, Kent. Ich mag dich auch. Und ihr Wichser, euch alle mag ich nicht. Doch, Abby, dich mag ich auch. Und Jess, dich mag ich auch. Und Penny, dich auch. Ich mag Granny. That sounds like fun. Nee, Emily und Clint, ihr zwei, ihr könnt euch da betächelmächeln. Das ist mir relativ egal. Redest du nicht mit denen? Nö. Sebastian und Sam. Was für einen Schneemann sollen wir machen? Morgan Freeman Schneemann. Ja, abgefahren. Abgefahren? Ja. Hallo Vincent, was geht? Er hat einen großen Fisch gesehen. Willst du mitangeln? Komm Vincent, wir angeln. Und hopp. Vincent? Arschloch. So. Wer hat die Birne gemacht? Ellie? Hm? Hast du die Birne gemacht? Was für eine Birne? Die Birnenskulptur. Anschau mal.
Wer hat die gemacht? Von wem ist die? Die war schon immer da. Wer macht eine Eiskultur mit einer Sonnenbrille? Die ist jedes Jahr da. Ja, aber wer hat die gemacht? Weil bei allen anderen siehst du immer, wer auch immer es war, daneben stehen. War das dann von Elliot? War das Elliot? Nein. Der ist der Einzige, der noch da steht. Elliot? Okay. Ich rede mit euch gar nicht mehr, ihr Schildbürger. Wen haben wir da? Caroline, hi Carol. Hi Jody. Du bist immer... Jody ist ganz komisch. Die ist so eine seltsame Mischung aus... Ich bin zwar eigentlich schon älter, aber will noch cool und jung sein. Und übertrieben... Ich bin Mutter und ich bin alt. Macht das Sinn? Ja. Gut. Sag schon, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Mal gucken, wie viel Luck ich diesmal habe. Wahrscheinlich null. Ja, so nur Algen, Zeitungen, CDs. Ich wusste echt gar nicht, dass man tatsächlich auch Algen fangen kann in dem Ding. Ja. Passiert. Los! Bam! Bam! Ich habe schon einen krassen Balken bei mir. Leiste. Ja, weil du halt auch Level 8 bist oder so. Oder 10. Das ist, jetzt habe ich eine Alge bekommen. Ja. Ja, diesmal gewinnst du. Ja, noch eine CD. Hauptsache, die Penner gewinnen nicht. Das glaube ich eh nicht. Ich glaube, die sind alle so schlecht, selbst der Willi. Boah, hier ist es echt Hard-Mode. Ah ja. Brauch gar nicht hingucken, weil die Fische nicht so krass sind. Aber du hast jetzt schon mehr Fische, als ich beim ersten Mal gefangen habe. Ja, aber du hast mehr Fische als ich in diesem Durchgang. Nehme ich an, weil das Herz einfach volle Kanne vor der Fischanzahl war. Warum ist die Musik plötzlich so Banjo-Musik? Jedes Mal. Boah, nee, bitte nicht. Der Winner ist Ellie 2 mit 7. Hey, du hast nur einen Fisch mehr als ich gehabt. Ja, der okay. 8. Fisch, denn das war die Zeit abgelaufen. Ah, okay. Ja, ich hatte nämlich auch gedacht, dass du mehr hattest als ich, aber. Boah, geil, ich habe voll viel Zeugs bekommen. Das ist nice. Ja, ja, das habe ich dir das letzte Mal alles gegeben, weil ich brauche sowas hier nicht. Och, die armen Fische. Dann spielen wir doch dieses Spiel nicht mehr. Wegen der armen Fische. Eben das, weißt du? Das ist ja wirklich nur Hobbyfischen, was wir da betreiben. Das ist ja sonst gar nichts. Ja. Und dann jammert darum wegen der armen Fische. Aber es ist Tradition, also muss es. Tradition. Hä, das ist.
Verstehe ich halt einfach nicht. Verstehe ich einfach nicht. Wo ist denn das Baby jetzt? Das schläft. Oh nein, ich habe dein Baby nicht. Nee, außerdem okay. Ist dein Baby noch lange nicht da. Das ist jetzt erstmal, hast du jetzt bestätigt, dass du ein Baby willst. Das heißt, der muss dich jetzt ein paar Mal besteigen und dann kommt vielleicht irgendwann ein Baby raus. Darauf muss ich jetzt laufen. Au. Das ist in Ordnung. Prost. Prost. Ich habe mir jetzt gerade mit meiner eigenen Weinflasche angestoßen, aber das ist ja egal. Der Wille zählt. Yes. Hi, Abby. Doch, das macht mir sehr viel aus, wenn du neu dekorierst. Ich habe den Morgen damit verbracht, ein paar Zäune zu reparieren. Sie sollen so gut wie neu sein. Sehr gut, danke. Das ist gut. Weil ich habe echt keinen Bock, nochmal neue Zäune zu machen. Vor allem dadurch, dass wir jetzt so wenig Steine haben, aus irgendeinem seltsamen Grund. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir so wenig Steine haben. Es schneit. Es fliegen keine Schmetterlinge hier rum. Oh, ernsthaft? Hat er irgendwas geraucht? Wenn ich komplett stillstehe, wird vielleicht ein Schmetterling meine Nase damit eine Landung beglücken. Really? Ich hab's gerade gelesen. Ich glaube, der ist bekifft. Ich glaube, der hat irgendwas genommen. Oh mein Gott. Greta, I had a feeling that you would show up. Okay. Was hast du für... Ihr Geist ist heute leicht verstört. Also bei solchen Aussagen kann man ja noch... Warum bin ich jetzt... Warum sagt Elliot zu mir, dass wir vielleicht verbunden sind durch einen andersartigen Faden? Vielleicht, Elliot, immer du bist verheiratet. Ist doch egal. Nimm ihn. Nimm ihn, ich will ihn nicht mehr. Aber du kriegst Abby nicht. Ich nehme Maro. Oh, die Musik ist cool. Was, welche? Die du gerade angemacht hast. Die da? Ich bin gerade im Stall, da ist eine andere Musik. Ja, das ist so ein bisschen Hafenzupfi-mäßige Musik. Ja, ist cool. Ja, also, dann lassen wir die mal drin. Ich konnte nur das andere gerade nicht mehr hören. Weil es ja schon eine Weile gelaufen ist, schon wieder. Was ist eigentlich in der Hütte? Nichts. Hey, Papst, hast du vielleicht Bock, Stardew Valley mitzuspielen? Weil wir brauchen gerade eigentlich auch niemanden mehr. Aber es wäre halt doch ziemlich lustiger. Mhm. Wenn man noch jemanden hat, der Zeug fortschmeißen kann. Weil ich schmeiß die Sachen fort, indem ich sterbe in der Mine. Und Ellie schmeißt Sachen fort, indem sie in den Mülleimer schmeißt. Was ist dem Papst seine Art? Dün, dün, dün. Pure Zerstörung. Ja, genau. Einfach alles anzünden. So. Oh, Cutscene. Is it an emergency? Ja, bitte. Hallo Krankenschwester, du bist nicht vom Dorf. Wait, das soll Maro sein? Ja, das ist Maro. Die hat keine Brille auf. Doch. Nein, die hat keine Brille auf. Ja. In dem Bild ja, aber nicht im... Ja, stimmt. Du vertraust meiner... Okay. Darf ich euren Computer hacken? Zeig mir eure Krankendaten. Mensch, Harvey, ich geh mal kurz in deine Bude hoch, okay? Sicher, weil das ist im Harvey seine Bude. Ein Funkgerät, ein Radio, eine Küche, in der nur eine Mikrowelle und ein Kühlschrank steht. Und ein Tisch, ein vollgemüllter. Und ein Flieger, viele Flieger. Sind die überhaupt da links drin? Hey Maro, ich habe ein Goldbarren für dich. Hey Maro, ich habe was viel Besseres für dich. Ich rede mit dir. Ich rede auch mit dir. Hallo. Ich bin wichtiger als die. Ich habe was in der Hose für dich. Hast du? Hallo Hayley, warum gehst du gerade zum Arzt? Der Name ist Ellie, richtig? Ich vergesse das dann dauernd. Ja, weil du unwichtig bist. Nee, weil du unwichtig bist. Ey. Du bist unwichtig für Hayley. Ja, die ist scheiße. Ach so, die ist nur für ihr jährliches Check-up da. Okay.
Haley, ich wollte jetzt gerade was sehr Böses sagen, aber mache ich nicht. Warum nicht? Scheiße. Harvey will ja wahrscheinlich trotzdem sowieso nur zwischen die Beine schauen. Deswegen ist jährlicher Check-up. So. Schaut doch also. Jede Frau und jeden Mann. Weiß man's? Also ich habe noch keinen Arzt mit fürs jährliche Check-up gesehen. Kein Arzt fürs jährliche Check-up. Gott. Lalalala. Trollalalala. Lalalala. Geh mal zum Bürgermeister in die Wohnung und klau ihm was. Hab ich Kühlschrank irgendwas? Leerräumen. Ich weiß gar nicht mehr, was Penny mag, aber ist egal. Was hat er da eigentlich für Bücher? Ach, Feile Divorce. 50.000 kostet die Scheidung. Lecco mio, fette Kröte. Ja, das ist teuer. Das habe ich. Ah, Sisch, ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen, dass wir unsere Konten trennen. Wer? Ich, hier im Bürgermeisterhaus. Also wessen Konten? Ja, unser Konto. Echt? Das würde dann gesplittet und jeder würde aber die Hälfte bekommen. Von dem, was wir gerade haben. Aber das bringt uns ja nichts. Es ist aber möglich. Das können wir dann später machen, wenn es zu einfach wird. Kann man machen. Aber es ist dann unfair, weil dann müssen wir wirklich alles trennen. Also wirklich ja, genau. Und wir haben halt nur ein Gewächshaus zum Beispiel. Ja. Nee, wir machen einfach weiter wie bisher. Wir haben es ja auch irgendwie zum Laufen gebracht, oder? Ja. Wir haben das Community Center fertig bekommen. Ich meine, hey, das ist schon mal... Wir haben bestimmt alle Punkte, die der Großpapa haben möchte. Ja, haben wir. Dann wird das fett. Fett? Mm. Hast du eigentlich Community Center in einem Jahr fertig bekommen? Nee, nur vom Opa. Nur vom in Opa? In einem Jahr habe ich gar nicht erst versucht. Das wollte ich nämlich jetzt machen in meinem Projekt. Ja. Aber ich kann weiß nicht, viel Erfolg. Ob das wirklich machbar ist. Bestimmt. Es gibt bestimmt irgendwelche Speedrunner, die da voll abgehen. Das ist die Challenge, die ich dann vielleicht im Stream mache, wenn es klappt. Mal gucken? Mal gucken, sagt Papst, wegen Zocken. Ja, ich weiß. Hat er schon vor 10 Minuten oder so gesagt. Ja, sorry. Ich schaue nicht so krass in den Chat. Wenn das viel geschrieben wird, dann ja, aber wenn es schon durch, dann bin ich überfordert. Also ich bin eh überfordert, aber was mag eigentlich nochmal die Penny? Schon wieder vergessen. Muss ich doch eigentlich auch sehen können. Was die Penny mag? Ja, muss ich doch nachgucken können. Bier, Schnaps, Wodka. Oh, ich geh... Zwerg! Ich hab nur zwei Herzen mit dem Zwerg. Wollt ihr denn nochmal irgendwie... Amethyst also oder... Pennymark, Diamanten, Edelsteine, Melonen, Mohn, Muffins, Sandfisch, Tomka-Suppe, Wurzelplatte, Wurzelgericht und roter Teller. Okay. Also ein paar Gerichte halt noch. Ich geh dein Kind bespaßen jetzt. Lass mein Kind in Ruhe! Was willst du dagegen machen? Way! Way! Okay, Lea, alles gut. Und dann nehme ich einen Amethysten mit. Hi Pam, alles klar bei dir? Haben wir überhaupt noch? Ich hab schon Kinder, Pam! Jo. Mann! Nee, weil Pam gerade so, ja, wenn du jemals Kinder haben wirst, dann wirst du wissen, wie ich mich fühle. Und ich so, Pam. Oh, Cutscene. Skip. Ich muss zum Zwerg. Stadt? Mine. Zwerg ist Mine. Oh, zum Zwerg, so die gute Zwerg. Zwerg, ich habe einen Amethysten für dich. Damit du mich wieder magst. Dun, dun, dun. Der mag dich trotzdem nicht. Ich mach mal die ganzen Überreste von Feldern hier weg.
Ja, das Ding ist einfach. Das Ding ist einfach. Das wäre hat jetzt nur noch 2 Herzen mit mir, das ist scheiße. Wegen? Ah, jetzt wieder 3. Okay. Ja, du musst halt regelmäßig mit ihm reden. Ja, ist anstrengend. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, und ich hab vergessen, halt den Glacierfisch zu fangen. Der Winter ist doch lang. Aber mein Geduldsfaden nicht. Ja, aber das hilft dann auch nichts, wenn du ihn vergisst oder nicht. Also, ne? Das macht dann keinen großen Unterschied. Hallo Katze, die habe ich auch schon mal gemacht. Denk dran, deine Hasenpfote abzugeben. Thank you for following. Man, cool. Hey, Ramrod 84. Danke fürs Ramrod Folgen. 84. Ja. Voll Feuerbeile. Krass. Krass. Dann gehe ich doch direkt in Glacierfisch versuchen. So spät. Ja, mach doch. Kannst du machen. Oh, das sind Würmchen. Würmchen! Ich bin falsch abgebogen. Und diesmal? Wo willst du hin? Weiß nicht. Ach so, du willst zu der Insel. Ja. Ja. Oh, das sind Blubber. Aber bis dahin schaffe ich nicht. Nein! Boah, ein Ernstfisch. Das war heftig. Ja, toll. Jetzt kommt. Hat mein Spiel ein Delay? Inwiefern? Mit der Maus? Kann natürlich passieren, aber kann auch sein, dass das einfach, weil du hast ja eine gewisse Trägheit hast ja immer drin, weißt? Ja, aber vorher war es nicht so krass. Na gut, im schlimmsten Fall schau ich mal, ob das Spiel neu startet. Das weil ist jetzt Herausforderung. Okay. Weil bei mir wird es manchmal, also manchmal wird es bei mir echt heftig mit den Delays. Also wenn man dann irgendwie durch Bildschirmränder läuft oder so, dass es dann ewig braucht, um den neuen zu laden. Aber Karte vielleicht kann ich den Fisch dann besser fangen, weil ich dann genau. Dann passt es vielleicht genau an. Gut, brät's dir ein. Das ist mit mir in Ordnung. Oh nein, das ist gleich eine Uhr. Ich laufe falsch. Also, ich bin im Haus und ich gehe jetzt ins Bett. Zu meiner Abby. Ohne Witz, ne? Wo du gesagt hast, du gehst jetzt ins Haus, warst du bei mir noch im Wald. Ja. Das passiert. Also du bist jetzt im Haus. Ja, du kannst manchmal den Stream einfach neu laden. Einfach F5. Das Seite bringt neu gar nichts. Doch. Weil der manchmal zwischendrin durchs Buffern ja, verlängert sich das Delay zwischendrin manchmal. Das mache ich bei dir auch regelmäßig, dass ich halt sage, okay, lade ich mal geschwind neu und fertig. Dann verlierst du halt den kompletten Chatverlauf, was ja bei meinem Stream nicht so schlimm ist. Doch, voll. Ja, der Chatverlauf, der ist so wichtig. Ja.
Aufwachen. Nein, ich schlaf ein. Wow. Wow, also das war jetzt mal richtig unnötig. Hallo, aufwachen. Oh shit. Drück mal ein Stück, das hat nicht zu sein. Ach, egal. Wunderschöner sonniger Tag. Okay. Ah. Sag mal, Wednesday. Okay. Okay, was ist das? Hallo Greta. Hey, Kent hat mir eine Bombe geschickt. Oh. Wow. Wow. Aus dem Krieg. Ja, er hat gesagt, es sammelt Staub. 430 Gold von Pierre? Ja, für ja. Als Store-Refund-Ding halt. Krass, Typ. Ja. Ist ziemlich. Ich hätte jetzt Bock auf ein paar. Auf was? Ich hätte jetzt Bock auf ein paar Döner oder so. Dann holt ihr einen oder macht ihr, kauft ihr, backt ihr einen Döner? Back dir einen Döner. Back dir einen Döner, Alter. Nee. Ich hab noch Götterspeisen. Hey, eine Feder. Eine Feder, Tröd. Ein Geschenk für deinen Ehemann. Ich will die Eier einsammeln. Warum kann ich das? Weil der Inventar voll ist? Nein, weil die Ente... Davor. Die Ente blockiert das Ei. Ja. Ach komm, schenk dem jetzt eine Feder. Ja, mach. Er freut sich. Kann ich ihm auch einfach anfangen, Dreck zu schenken. Dann hast du. Sag nein. Und irgendwann will er dich dann scheiden. Ist ja doch voll lustig. Macht er das dann? Ich weiß es nicht. Ich würde es ausprobieren einfach, aber... Erst wenn das Kind da ist. Genau, erst das Kind und dann. Hey. Okay, Kind. Jetzt geh ich zum Zwerg. Den Zwerg bespaßen. Oh, aber ich darf auch Krobus nicht vergessen. Ja. Sind alle so anstrengend, diese Social Links, Mann. Was mache ich dann mit Sandy, wenn die mich nicht mehr mag? Keine Ahnung. Wow. Krokus ist die Blume. Okay. Also, wenn du dich tatsächlich von jemandem scheiden lässt, dann erscheinen die nicht mehr, wenn du nochmal heiratest, auf der Hochzeit. Also, die sind dann nicht auf der Hochzeit. Und während den Festen reden sie auch nicht mit dir. Wow, das ist krass. Also, das ist schon richtig heftig. Du musst deine 30.000 Gold auf jeden Fall parat haben, um sie vergessen zu lassen. Einfach nicht scheiden lassen, oder? Ja. Oder halt scheiden lassen und er lässt dich für immer in Ruhe. Ich meine, einen besseren Deal gibt's nicht, oder? Stell dir vor, Elliot einfach, der lässt dich einfach in Ruhe, ist einfach weg. Redet nicht mehr mit dir, lässt dich, komm. Aber du wirst halt zurückgesetzt auf 0 Herzen, ne? Ja, klar. Das heißt, ja... Du kannst auch, du hast ja auch nicht die Chance, dann wieder... aufzubauen, ne? Ja, erst nur durch das Vergessensschreien eben. Ja. Dann. Hallo Hayley, was geht bei dir? Bist du immer noch böse, weil ich nicht mit dir knutschen wollte? Wow. Sie denkt, dass sie gerade anfängt zu realisieren, dass Klamotten nicht das Wichtigste sind. Wow. Hayley, hier voll Charakterentwicklung und so. Hi, Hayley.
Ich mag immer noch Klamotten. Okay, okay. Ich meine, was ist falsch daran, sich ein bisschen ausdrücken zu wollen? Hm, okay, ich meine, es hat einen Punkt. Oder? Oder? Hat sie? Hm. Monsterkamin. Ja, unnötig viel Geld. Das Zepter ist echt wichtig. Wenn wir mal so 4 Millionen haben, sollten wir uns 2 davon holen. Weil das egal, wo du bist, es teleportiert dich sofort vor die Haustür zurück. Das ist cool. Und das ist wirklich, weißt du, dann kannst du nämlich in der Wüste einfach unterwegs sein bis in die Puppen. Dann kannst du sagen, bam, und jetzt bin ich zurück. Mein Skillset ist auch so. 10 Farming, 8 Mining, 8 Foraging, 9 Combat, Fishing 1. Fishing, nicht geskillt. Oh. Komm, mach Iridium-Erz. Eisenerz. Ja. Geh mal ins Community Center, da war ich noch nicht drin, seit es wieder normaler Betrieb ist. Aber da kannst du eh nichts machen. Ja, da sind manchmal Leute drin. Ich kann mich ins Eck stellen und Maru zuschauen, wie sie das mit Knete spielt. Hey, Modlegno! Was geht ab? Hi, Modlegno! Bin im Lag, alles klar, viel Spaß cool. Beim Laggen. Boy, Fisch, sei doch mal chill. Bah. Ich raste aus. Ah, er ist am Saufen. Okay, schon verstanden, Magleckno. Alles klar. Prost! Viel Spaß. Prost! Prost! Es klang blöd. Egal. Keine Ahnung. Besser. Ich stoße mit an. So. Wah! Fisch. Wapdapdidu. Shitty. Boah, in Ernst, ey. Boah, das ist so, hat so gut angefangen jetzt. Ja, ey. Und dann. Und dann einfach nur absolute Shitshow. Ja. Oh Mann, das ist echt heftig. Aber die Geister sind doch gut drauf. Ja, aber es ist trotzdem ein Assi-Fisch. Was hat denn eigentlich für ein Schwierigkeitsrating? Krass, das ist eins der schwierigen. Ja, klar, es ist ein Legendary. Ich meine, Ja, Mann! Hast du ihn? Ja. Wow. I did it! Oops, I did it again. I caught the fish. A legendary. The second time. Ja, was ist denn? Ein gescheiter oder ein schlechter? Ein Goldstern. Goldstern. 2250 Gold. Verkaufen? Verhalten? Aber wenn du willst. Also ich wüsste nicht, wofür man behalten soll. Trophäe, weißt? Mann, Trophäe. Ja, dann mach halt. Ist keine Ahnung. Mega. Du hast ihn gefangen. Das ist deine Entscheidung, nicht meine. Du kannst auch ihn fangen. Ha, 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 ha. Ich bin Level 1 Fishing. Ich kann ihn physikalisch nicht fangen. Du kannst es aber üben. Ja, aber dann müsste ich ganz viele andere Fische fangen. Das will ich nicht. Der Mutantenkarpfen ist auch Willi. Goldstern. Fick dich, Willi. Ups, also. Der erzählt mir irgendwas über Fische und an anderen Orten und was auch ist immer. Ist doch cool, das wäre was für mich. Ja, Willi ist auch eher dein Soulmate als meiner. Das stimmt. Hallo Shane, du Säufer, was geht? Und auch mein. Und Shane ist auch mein Soulmate. Ja, yeah, ich merk schon. Ich stutz besoffen hier. Ich spiele Junimo Kart. Ich später haben wir 46, da kann ich ein bisschen Junimo Kart spielen. Was tust du da? Was? Ich spiel Junimo Kart. Nein, ich meinte Elliot. Wenn ich dein wundersames Gesicht erblicke, ein teures Juwel, schöner Form und Anmut, wird mein Herz von der Fürchterlichkeit der Nacht zerrissen vom goldenen Licht gereinigt. Was für eine Scheiße erzählst du?
Ja, ist dir noch nicht aufgefallen, dass du da einen Schnulzer geheiratet hast? Steht vom Fernseher und guckt sich nichts an. Ich gehe ins Bett. Jetzt schon? Ja. Jetzt habe ich Chulimo Card verkackt. No. Das ist das einzige Spiel, was noch schwieriger ist als King of the Prairie King. King of the Prairie? Journey of the Prairie King, jetzt. Es ist die Reise des Präriekönigs. Clint, bam. Lass mich einfach in Ruhe. Kaputt. Bam. Hm. Plop, plop, plop. Ja, ja. Ach so, der Motlecknor, der hat angefangen, hier Gift zu verschenken. So, so. Aha, ja, aha. Voll der Böse. Warum tut er sowas? Der nimmt mir meinen Job weg. Was? Was machst du? Warum schießt du rum in der Gegend? Weil ich gerade geschrieben habe. Ah. Ich kann nicht laufen und schreiben gleichzeitig. Das funktioniert leider. Was? Nein? Ich kann mal Multitasking. Ja, sag das mal im Computer. Nimmst du zwei Kompis? Das Lustige ist ja, dass in meinem Gehäuse noch Platz wäre für einen zweiten Computer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich geh in die Höhle hinten. Warst du da drin heute? Hm? Ah, immer noch das Gleiche. Oh. Da war was drin. Wo? In der Höhle. Ja, aber Unwicht. Das liegt auch schon seit einer Weile. Ja. Da habe ich vor 3 Tagen oder so schon reingeschaut, da lag genau das gleiche drin. Ich kann dieses Steindings in ich ansprechen. Ja. Aber es ist auch nicht für dich. Ja. Abby hat ihren ersten Kill für mich geopfert. Ja, von mir aus. Ja. Soll ich, oder? Ah, ich könnte unten noch nach dem Wein schauen gehen. Wein? Für mich? Umsonst? Was, umsonst? Nein, 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 nein. Du zahlst gut Geld dafür. Kriegt man irgendwie Malus, wenn man betrunken ist? Ich glaube, du läufst langsamer. Ich war einmal betrunken, als ich mit der Cutscene mit Shane. Ja, und bist dann auch noch durch das Gras gelaufen und hast noch versucht, rechtzeitig in die Wohnung zu kommen. Irgendwie um 1:30 oder so. Oder um 1:30 eher. Ungefähr, ja. Tag 11 im Winter. Wintertime. Winter, the realm of eternal ice, snowfall and darkness descends upon the worlds of time. Distant caress of the sun's fading light, the last one faded white with the winter's might. Was ist bei dir los? Shisha time. Shisha time? Ja. Shisha time! Okay, Fanda, dann mach du mal Kohlen. Mach du mal Kohlen. Mach mal Kohlen jetzt. Ja, sagte Joss. Oh, Kohlekern ist leider nicht da. Ja, stimmt. Muss bei mir dann auch reinmachen. Und du kannst auch Kohlen gucken, während ich hier am Stream bin. Wir können alle Kohlen gucken. Ich bin mal ganz kurz nicht verfügbar. Okay. Macht ja nichts. Ich mach den Stall und die Eier und die Katze und die Kotze von der Katze.
Was ist mit der Gießkanne los, Alter? Ach ja, und die Höhle mache ich auch. Boah, die ist voll mit Zeug. Krass. Bam, bam. Und was mache ich noch? Ich mach das Baby. Haha, das Baby. Babyproblemi. Haha. Guck mal, den Baby. Bam. Bam. Okay. So, das habe ich verpasst. Ich habe dein Baby. Ich habe nichts gemacht. Boah. Wo ist mein Schwert? Ich bin schon über alle Berge. Du kommst wieder. Oh, glaub mir, du kommst wieder. Irgendwann. Aber spätestens, wenn dich dann Arzt zurückbringt. In die Minen. Aus den Minen. Abby, was hast du gemacht? Abby, warum stehst du da? Was hast du getan? Ah. Du hast wieder vergessen, einen Snack in deine Tasche zu packen. Im Auge. Okay, Zwerg. Behalte mich im Auge. Ach ja, mein Leben hat jetzt keinen Sinn mehr. Ich habe den Glacierfisch gefangen. Hast du den Legend schon gefangen? The Legend? Nein. Ich habe den noch gar nicht gefangen. Ich weiß auch gar nicht, wann man ihn fangen kann. Also, der Legend, den kann man im Frühjahr fangen. Okay. Mhm. Bei Regen. Okay. Ach, der. Ja, der ist einfach. Das Lustige ist, der hat ein höheres Schwierigkeitslevel als der Glacierfisch, ne? Echt? Mhm. Nee, Moment. Aber im Frühling gibt es doch einen anderen Fisch, den man im Regen fangen muss. Nö. Den Mutant Carp kann man immer fangen. Den Glacierfisch im Winter bei jedem Wetter. Den Legend im Frühling bei Regen. Im Bergsee. Den Angler im Herbst. Den Angler. Vom Joja-Markt. Und den Crimson Fish im Sommer. Am Strand irgendwo. Nee, The Legend ist wirklich die Hölle. Also, ehrlich. Den hatte ich noch gar nicht. Habe ich nicht geschafft, weil der einfach abgeht wie sonst was. Mit Katze. Ja, ja, genau so. Guck mal, ich habe ein Void Egg. Ich habe 6 Stück. Jetzt musst du mich mögen, Krobus. Der Krobus mag mich, glaube ich, sehr krass. Jetzt. Ja. Der hat jetzt 7 Herzen. Ich wünschte, man könnte einfach die Namensliste, also das nach den Namen sortieren. Ja. Weil mir ist ja eigentlich egal, wie viel, wer der ist, der mich am meisten mag. Ich will nur wissen, wer mag. Also, ne? Ja. Ich will ja eher nach den Namen suchen. Ja. Nervt mich ein bisschen, muss ich gestehen. Nee, Haley will ich nicht. Haley, du bist scheiße. Doch. Haley muss dich lieben. Warum? Damit du sie knutschen kannst in ihrem Black Room, wenn ich schon nicht gemacht habe. Ich will das nicht tun. Das ist eklig. Ich will das nicht. Die knutschen, das ist eklig. Nee, im Ernst. Ich mag die Haley nicht. Auch den Alex nicht. 3 Herzen reichen mir mit denen. Net 27. Nee. Och, Elli. Komm schon, 27 Herzen sind doch nicht. So viele gibt's da gar nicht. Aber. Für Alex und Haley zusammen? Ach so, nee. Danke. Und auch da gibt's keine 27. Aber ist auch egal. Caroline! Die hat gesagt, nur so Mais schmeckt nicht, ne? Nur ja, zur Info. Ja, ist mir egal. Ich lese eh nicht, was die erzählen. Also manchmal schon, aber... Und ich dachte immer, ich wäre der Unhöfliche, weil ich mit weniger Leuten rede, aber nee. Du hast doch mit allen schon Beziehungen angefangen. Psst.
Mit Caroline, die ist verheiratet. Ja. Ich gehe nicht an verheiratete Frauen. Kannst du froh sein? Ja, weil du nicht ganz. Weil ich es auch nicht will. Mhm. Es gibt so gewisse Grundsätze, weißt du? Auch im Spiel? Auch im Spiel. Du bist verheiratet und gehst trotzdem fremd. Ich bin nicht verheiratet. Mit Abby? Ich bin nicht verheiratet. Na sicher. Ey, wait. Du sollst lernen, wie man kocht. Ich hab ein Void Egg. Möchtest du ein Void Egg kochen? Ich hab ein Void Egg. Ja, er mag doch Void Egg. Tatsächlich mag er das. Ich hab grad nicht gesehen, bei wem du bist. Und hab nur so was, du willst kochen dann, ne? Ja, hier nimm ein Void Egg. Nimm was eigentlich fast jeder hasst. Aber er mag's. Ich hab einen anderen Ring bekommen. Was bringt er mir? Weiß nicht. Aber du bist in der krassen Höhle drin. Das ist gruselig. Uff. Ich weiß nicht, was ich tun soll jetzt. Das ist echt anstrengend, wenn man keine Ahnung hat, was man tun soll. Hey, Emily. Ich rede mit Emily. Es muss kalt für Fisch. Keine Sense mehr. Ha? Warum hat Tod keine Sense mehr? Ich will noch eine goldene Sense. Zum Verkaufen. Was ist eigentlich mit Maro? Ich hab sie gar nicht gesehen. Die arbeitet. Maro. Echt? Ich glaub's. Ich geh mal gucken. Nein, jetzt ist 450 PM, also jetzt müsste da. Ist eh verschlossen. Jetzt müsste die Praxis schon zu sein. Ist sie auch. Dann ist sie entweder auf dem Heimweg oder. Community Center. Ja, oder sie ist jetzt irgendwo auf dem. Die Granny Evelyn. Oh, die ist cool. Die schickt mir immer Kekse. Ja, zünd sie an. Da ist Maro. Die ist wirklich auf dem Weg nach Hause. Hey, wie läuft's? Bist du gerade gestorben? Nee. Ja, natürlich. Echt? Deswegen habe ich auch fast volles Leben. Auf dich zu ratzen. Kann ich eigentlich der Maro ein Geschenk schenken? Bestimmt. Frag sie doch. Ha. Wo ist sie überhaupt? Ach, nee, ich hab 5 Herzen wieder. Und ich kann kein Geschenk schenken, hab ich schon gemacht. So das, ne? So das. Oh, der Sebastian hatte Geburtstag und ich habe ihm nichts geschenkt. Oh boy. Was ich auch voll mies finde, ist, dass du nicht einfach hingehen kannst und wo war ich jetzt gerade? Das bin ich mit Sebastian abgelenkt. Sorry. Oh Mann. Keine Ahnung. Sebastian ist unwichtig. Nee, dass du keine eigene Nähmaschine kaufen kannst. Oder bauen kannst. Nicht? Achso. Nee. Du musst immer zu Emily ins Haus. Das nervt. Und das ist richtig scheiße. Weil ich habe jetzt endlich so einen Schädel wieder gefunden. Ah. Ich wollte jetzt eigentlich ein Totenkopf-Shirt machen. Zumal das zu meiner Lederjacke passt. Aber. Ich muss jetzt zu Emily ins Haus. Ja. Und das ist um 8 Uhr schon zu. Tja. Was mache ich dann jetzt mit meinem Leben? Tja. Warten auf, bis auf nächsten Tag. Kannst einen Schluck Cola trinken. Was? Klar-Cola? Joja-Cola. Nee. Trinke ich lieber. Meinen ganzen Köder aufgebraucht und ich hatte echt viel. Wow. Was? Echt krasse Delay zwischen meinen Balken und dem Fischen. Aber es hat trotzdem irgendwie geklappt mit dem Glacierfisch. Mhm. Glaciaro Fischo. Glaciaro Fischo. Konnte ich deswegen den fangen, weil der war genau da, wo er nicht sein sollte, okay. Ja, so, wo ich den nicht gedrückt habe und dann hat es geklappt. Egal.
Uff. Hallo Slimies, ich bringe euch alle um. Hallo Slimies, ich bringe euch alle um. Kill them all. Hallo Fledermaus, ich bringe dich auch um. Und noch ein Slime. Und noch ein Slime. Den und Fisch wollte ich eigentlich wegschmeißen. Mit lila Schwert. Iss ihn. Iss ihn? Hab jetzt in die Kiste geworfen. Wie viel Energy würden da machen? Keine Ahnung, habe ich jetzt verkauft. Wow. Ein Kupferbarren. Einfach so. Hey. So viel wert. Hey. Bam. 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 Roter Pilz. Roter Pilz sofort essen, ne? Ja. Dann lebst du nicht sehr lange. Warum habe ich jetzt mein Schwert verloren? Ach, das ist wieder dieses bescheuerte Tab. Wo ist eigentlich dein Iridium-Schwert? Oder dein Schwert out of space? Hm? Dein Schwert out of space ist. Ich habe alles. Ne, keine Ahnung. Irgendwo wird es rumliegen. Aber... ist es nicht besser als... Wahrscheinlich in einer von den Kisten, die bei mir im Haus stehen. Oder hast du jetzt noch ein besseres Schwert gefunden? Nö. Okay. Ich hab doch gesagt, das ist das Bug-Using-Sword, was ich hab. Ja, aber das gerade. Ja, das ist Bug-Using-Sword, was ich hab. So. Leave the mine. Because it is going to be late. Go to the boost shop. Oh, da ist ein Quarz. Och man, ernsthaft. Da ist keine Lust drauf. Fledermaus. Das Schlimme an denen ist ja, die machen ja nicht wirklich Schaden oder irgendwas, die nerven einfach nur. Verhindern, dass du effizient arbeitest und so. Der Fisch hat 137 Gold gebracht. Ja, ist doch gut. Passt. Wir haben insgesamt 969 Gil gemacht. Gil. Gil. So. Final Fantasy Craze. Wann spielst du eigentlich Final Fantasy weiter? Auf Run Solo Gaming Twitch Channel. Bitte was? Wann spielst du eigentlich Final Fantasy weiter auf dem Run Solo Gaming Twitch Channel? Wenn ich am Montag nicht zur Arbeit muss, weil stürmisch ist, dann vielleicht mache ich das. Das hast du schon lange mal weitergespielt. Da hast du recht. Ich habe irgendwie kam Stardew Valley. Stimmt. Irgendwie kam Stardew Valley und dann war das alles, sobald du Zeit hast zum Stream, Stardew Valley. Bestes Spiel. So zum Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Also kann man bei sich behalten, das sagt man so, ne? Ich hab Spaß dran. Gut. Und solange wir beide Spaß dran haben, why not? Why not? Why the fuck not? Ich spiele sogar Stardew Valley auf der Arbeit, wenn ich nichts zu tun habe. Psst! Und was ist, wenn dein Chef zuschaut? Ich hoffe nicht. Das ist ja voll lustig. Jetzt kommt am Montag dein Chef rein und so, ich habe gehört, was du im Stream gesagt hast. Das sage ich. Sie haben. Ja ich sag dann, hast du Internet? Boah, das wäre voll assi. Ja, ich glaube, das würde dein Chef nicht toll finden. Da hat zu Hause kein Internet. Bitte was? Ja. Ja, der schaut über mobiles Internet. Nee, der geht extra ins Büro, um deine Streams anzuschauen. Ja, das kann passieren. Nee, passt schon. Das wäre richtig creepy. Was? Das Einzige, was passieren könnte, wäre, dass meine Arbeitskollegen zugucken können, weil
Aber die gucken ihren Let's Plays von anderen Spielen. Zum Glück. Hallo Arbeitskollegen von Ellie, bitte meldet euch im Chat. Das ist ja voll lustig. Nee, wäre gar nicht lustig. Och. Die könnte man ja dann bestechen, könnt sagen, hier, wir schenken dir ein Abo.